Mörder, Staatsversagen. Drei Deutsche tot, Tausende auf der Warteliste. Etwas reißerische Schlagzeile, looking at you, Bild, aber die Realität. Jeden Tag sterben drei Menschen, weil wir nicht genug Organe haben. Und der Markt könnte das regeln. Fast 9000 Menschen stehen in Deutschland auf der Warteliste. Härtere Schlange als im Berghain. Aber nur knapp 900 Organe wurden 2022 gespendet. Meistens Nieren. Ein Angebot und Nachfrage Albtraum. Da juckt es aber jedem Ökonomen unter den Fingern, warum regelt der Markt nicht? Einfache Antwort, darf er nicht. Denn in Deutschland ist es illegal, deine Organe zu verkaufen. Und selbst Spenden ist nicht so einfach. Bisher nämlich nur an deine Verwandten. Good News, das will die Regierung jetzt lockern. Unter bestimmten Bedingungen darfst du dann auch an Fremde spenden. Aber das wird nicht reichen, denn es gibt einfach viel zu wenig Anreiz, den Kranken und Schwachen mit unseren Organen zu helfen. Nächstenliebe, so 2014. Der Anreiz, der uns alle abholt, Geld, Cash, Bares für literally Rares. Mein Hottake, her mit einem echten Markt, mit echten Preisen für deine Organe. Du kriegst Geld für deine überflüssige Niere, ein Patient überlebt und die Warteliste für Organe wird immer kürzer. What's not to like? Und selbst wenn du den Organverkauf persönlich weird findest, gilt nicht my body, my choice, my bank account. Was meint ihr? Organhandel? Ja oder nein?